da der große Tag. Ich kann es selber fast nicht glauben, aber ich setze jetzt einfach mal alles auf eine Karte. Wird schon gut gehen. Vor allem mit eurer Unterstützung. Ja, die letzten Wochen waren ganz schön anstrengend. Ich hätte nie gedacht, wie kompliziert es ist, ein kleines Unternehmen zu gründen. Aber schwamm drüber. Ich wollte auch gar nicht viel sagen. Eigentlich nur, dass ich sehr glücklich bin, dass ihr heute alle zur Eröffnung der Oase gekommen seid und dass ich glücklich bin, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und heute mit euch feiern zu können. Danke, dass ihr da seid. Und ja, lasst uns feiern. Jetzt. Eins muss man dir lassen. Wenn du dein Leben umkrempelst, dann richtig. Neuer Job. Neue Liebe. Also das mit Sebastian war nicht beabsichtigt, das ist einfach so passiert. Ja, natürlich ist es das. Oder hast du ernsthaft gedacht, ihr drei könnt dauerhaft als WG zusammenleben? Das ist keine WG. Ich habe die beiden bei mir aufgenommen, das ist nur vorübergehend. Du musst dich vor mir nicht rechtfertigen. Ich rechtfertige mich überhaupt nicht. Aber er hat es doch ganz gut aufgenommen, oder? Hast du es ihm etwa noch nicht gesagt? Warum nicht? Mann, das ist nicht so einfach. Wie wär's denn damit? Martin, unsere Zeit ist vorbei. Ich liebe Sebastian, bitte zieh aus. Nein. Ich kann den noch nicht einfach auf die Straße schmeißen. Der hat keinen Job, der hat kein Geld. Und wenn man so viele Jahre glücklich zusammen war, dann hat man auch ein gewisses Maß an Verantwortung zu tragen. Gegenseitig. Ganz egal, ob mal irgendwie was schiefgegangen ist. Wie alt war die Frau, für die er dich verlassen hat? Nimm noch ein Bier. Weiß von der freien Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad, sogar ein kleiner Balkon. Und bezahlbar. Willst du mich loswerden, oder was? Ich will dir einen Gefallen tun. Ach, danke. Aber solange meine Frau geneigt ist, mir ihre Gastfreundschaft zu gewähren, nehme ich sie auch gerne in Anspruch. Ex-Frau. Die Frau, mit der ich seit dem Fall der Mauer zusammen war. Jede Mauer fällt irgendwann. Du rechnest dir da wohl nie ernsthaft Chancen bei ihr aus, oder? Du hattest deine. Du bist einfach nicht ihr Typ. Zu jung? Nee, zu simpel gestrickt. Die Dinge sind meist tatsächlich so simpel, wie man befürchtet. Hi, Olaf. Hi. Hallo, Schatz, habe ich was verpasst? Hey. Entschuldige, ich habe mich verlaufen. Ach, entspann dich, jetzt hat dich keiner vermisst. Na, dann kann ich ja gleich wieder gehen. Hm? Tu dir keinen Zwang an. Was ist denn mit euch los? Mir ist gar nichts los. Sag ich doch. Okay. Ach, komm. Hast du nicht gesagt, ihr habt gerade erst neu angefangen? Wir fangen jeden Morgen neu an. Hast du keine Angst, dass er dich mal irgendwann verlässt? Doch. Aber ich habe auch Angst, dass wir ein ganzes Leben lang zusammenbleiben. Ich weiß auch nicht, was ich will. Im Grunde habe ich ja alles, aber ich fühle mich immer so... unzufrieden. Nein, leer. Dann tu was gegen diese Leere, aber lass nicht alles an Olaf aus. Was denn? Was weiß ich was? Mach eine Paartherapie, oder? Ja, mach eine Paartherapie. Lass jemand von außen drauf gucken. Aber du guckst doch drauf. Ich bin doch kein Paartherapeut. Und außerdem bin ich parteiisch. Ich will, dass ihr beide zusammenbleibt. Hallo, Schatz. Hattest du einen schönen Tag? Ja, bis jetzt ja. Ich lese gerade, dass die Verbrechensrate im letzten Jahr zugenommen hat. Ach, was? Die auch? Weißt du, ich hätte nichts gegen ein bisschen Liebe. Ich auch nicht. Aber mit wem? Hey, Alter, Handy und Kohle her. Hey, Alter, leck mich am Arsch! Dreckiger Wichser! Penner! Hallo Mama, ich stehe auf den legendären Songlines, den Traumpfaden der Aborigines. Und ich wollte dir an deinem besonderen Tag auch ganz viel Glück wünschen, dass dein neuer Lebensweg auch ein Traumpfad wird. Das war Lena. Ja, das seht ihr. Okay, Tariq, cut! Thank you.
Wer ist Harry? Oh, ein Freund. Ein Freund? Naja, sie hat mal irgendwann von ihm erzählt. Und was hat sie erzählt? Also, das musste sie schon selber fragen, wenn sie kommt. Du kannst stolz auf dich sein. Das hast du toll gemacht. Olaf? Ich war ein Idiot. Stimmt. Vielleicht darf ich ja mal versuchen, das wieder gut zu machen. Entschuldigung, darf ich mal? Danke. Mal ein bisschen was Schnelleres auf deiner Eröffnungsparty, ha? Was ist das? Das hab ich alles auf der Polizeischule gelernt. Bella! Bella, Olaf ist weg. Wahrscheinlich ist er nach Hause, weil er sauer war. Nein, nein, wenn ihm was passiert ist, der ist weg. Dann müssen wir ihn suchen. Ach, ja, dann komm. Ja. Das ist immer nur Mailbox. Hast du drauf gesprochen? Nee, wieso? Was? Olaf? Komm. Olaf? Warte, warte. Olaf! Olaf! Oh Gott. Ist er tot? Das hättest du wohl gern, was? Zur nächsten Mittagspause. War doch schön. Hm? Hat doch was. Was Demütigendes. Noch komm. Ich finde das nicht witzig. Bella? Bella, bist du da? Er hat gesagt, er hat ein Vorstellungsgespräch. Nicht wieder in den Schrank. Warum flüstern wir eigentlich? Bella, bist du da? Ich komme! Entweder er zieht aus oder ich. Ja, ich rede mit ihm. Jetzt mach. Polizist. Ist klar, Alter. Na? Wie war's? Wir bleiben im Gespräch. Hört sich doch gut an. Bist du krank? Bist ja völlig verschwitzt. Nein, ich... Was machst du? Mittagessen.
Martin, so, irgendwas muss ich dazu gebrauchen sein. Ja, was? Martin, ich muss mit dir reden. Ist was? Martin, ich... Lass es klingeln. Ich wollte schon länger mit dir reden. Ja? Oh, das macht mich jetzt ganz verrückt. Warte. Ja. Wie? Wie Autounfall? Katja und Thorsten sind tot. Zeit an den Korsika-Urlaub mit den beiden denken. Wann war das? Vor 3 Jahren? Da war Katja gerade schwanger. Herr und Frau Jung? Ja? Köhler, mein Name. Ich war der Anwalt von Thorsten und Katja Neumann. Hätten Sie kurz Zeit? Ja. Toms Großmutter leidet an Alzheimer und braucht intensive Pflege. Ihr Mann ist damit völlig ausgelastet. Das Kind hat keine weiteren Angehörigen. Außer Ihnen. Wir sind keine Angehörigen. Sie sind seine Paten. Das schon. Thorsten und Katja Neumann haben verfügt, dass sie das Sorgerecht erhalten. Wie verfügt? Im Testament. Wir? Haben Sie denn nicht darüber gesprochen, als Sie Paten wurden? Ja, schon. Aber... Wer denkt denn an sowas? Was sollen wir denn jetzt machen? Wie, was sollen wir machen? Wir sind die Pateneltern. Wir können uns jetzt noch nicht einfach der Verantwortung entziehen. Ich meine ja nur, in unserer Situation ist doch total verfahren. Ja gut, aber wir können ihn jetzt nicht einfach sich selbst überlassen. Dann kommt er in ein Heim oder in eine Pflegefamilie. Wir schaffen das schon. Wie viel Platz du hast. Hi. Hallo. Ich habe euch viel früher erwartet. Wir mussten noch die ganzen Sachen holen. Ja, ich bin Sebastian. Das ist Tom. Oh. Danke, ich schaff das schon alleine. Zu schwer. Tut mir echt leid für den Kleinen. Ganz ohne Familie aufzuwachsen. Wir sind jetzt eine Familie.
Keine Sorge, das betrifft nur uns. Komm, ich zeig dir mal dein Zimmer. Jawohl. Na komm. Schau, Tom. Das ist dein neues Zimmer. Gefällt's dir? Was hast du da? Ich habe gerade meine besten Freunde beerdigt. Es geht jetzt nicht um dich oder mich oder Martin. Es geht um das Kind. Natürlich geht's auch um uns. Wir bekommen vielleicht das Sorgerecht für Tom. Wie bitte? Ihr seid geschieden. Das ändert nichts. Gestern wolltest du ihm reinen Wein einschenken und heute findest du eine neue Familie mit ihm? Ja. Das Jugendamt muss ja auch noch seinen Segen abgeben. Bella, ich... Ich dich auch. Dann lass uns beide das übernehmen. Was? Na, wir können den Jungen genauso gut großziehen. Nee, wir sind gerade mal ein paar Wochen zusammen. Ja, und? Er braucht Martin. Er braucht ein vertrautes Gesicht. Ja. Vor allem ein altes Gesicht. Mike, Bad Jugendamt. Das... Wir kommen gerade erst rein. Ja, mach doch nicht, da krieg ich gleich einen ganz authentischen Eindruck. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? Ein halbes Jahr. Mhm. Immer noch keine Zeit zum Renovieren gefunden? Nur für das Gröbste. Sie wissen ja, wie das ist. Wie? Naja, wie das dann eben so ist. Mhm. Ach, und Sie sind Herr Jung, nehme ich an? Nein, das ist Herr Berg. Ah, wohnen Sie auch hier? Nur so lange, bis er was Neues gefunden hat. Dann sind Sie Herr Jung. Ja. Das ist die Dame vom Jugendamt. Maikwart. Und Sie wohnen hier alle zusammen? Ja. Mhm. Wir sind Freunde. Also beziehungsweise Herr Berg und ich sind Freunde und Martin und ich sind eher ein Ehepaar. Nach meiner Information sind Sie geschieden. Ja. Aber seitdem verstehen wir uns viel besser. Ach so. Mein Mann und ich sollten uns auch mal scheiden lassen. Sie können sicher sein, dass es dem Kind hier gut geht. Damit wir uns richtig verstehen. Ich habe nichts gegen Sie. Wir kennen uns ja nicht mal. Aber ich muss Sie natürlich auf Herz und Nieren überprüfen. Und ich muss mich vergewissern, dass Tom hier wohlbehütet aufwachsen könnte. Und sollten mir da die geringsten Zweifel kommen, dann werde ich natürlich alles dafür tun, dass wir eine andere Lösung finden. Gut, Frau Jung, darf ich Sie mal fragen, was machen Sie denn beruflich? Ich habe gerade mein Physiotherapiestudio eröffnet. Mhm. Selbstständig. Ja. Mhm. Nicht gut? Und Sie? Ich bin arbeitssuchend. Mhm. Arbeitslos. Suchen. Ich bin übrigens Polizist. Beantragen Sie auch das Sorgerecht? Hm. Na, dann interessiert mich das nicht. Gut. Wo ist denn der Junge? Mäuschen. So, als allererstes braucht Tom ein eigenes kindgerechtes Zimmer. Kriegt er. Geregeltes Einkommen schadet auch nicht gerade. Wem sagen Sie das? Ja, das Allerentscheidendste ist aber, dass Sie Ordnung in Ihr Beziehungsgeflecht bringen. Ja?
Wir sind uns also einig, dass sich hier einiges ändern muss? Keine Bange, Frau Marquardt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Alles sehe ich. Überhaupt nicht verteilt. Noch nicht. Mann. Oh, Entschuldigung. Ines? Da ist ja der kleine Tom. Hallo. Der kleine Tom will zu dir. Du bist ja noch viel süßer, als ich gedacht habe. Hm? Tom. Ich habe die Nackenmuskulatur gelockert und für die Seele ist eine gute Freundin zuständig. Ich werde mich bemühen. Ein geschiedener Ex-Mann, der sich nach dir verzehrt. Ein knackiger Liebhaber in Uniform. Und jetzt auch noch ein zweites Kind. Der liebe Gott hat's wirklich gut gemeint mit dir. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm danken soll. Wissen Sie, wir bezahlen unsere Mitarbeiter sehr, sehr gut. Das ist doch sehr, sehr sympathisch. Danke. Bloß, eine interne Studie hat ergeben, dass es im Durchschnitt 12 Jahre dauert, bis sich die Investition unseres Betriebes in einen Mitarbeiter zu einem Gewinn umwandelt. Naja, und bis dahin, also bis Sie sich für uns rechnen. Ha, da sind Sie gleich in Rente? Nicht ganz. Da müssen Sie mich jetzt schon verstehen. Ich muss nur was, wenn man mich dafür bezahlt. Guten Tag. Petra Kurzap, Ingrid Sullivan. Nee, die hatte einen indischen Vornamen. Ach, das, das. Paartherapeutin Prabha Havenstein? Mhm. Mach mal auf. Germany's Next Top-Therapeutin, was? Guck mal, das hört sich doch toll an. Liebe wird uns geschenkt, Beziehungen machen wir selber. Das klingt Amen. Doch gut. Ach Mann, Ines. Dir wäre wahrscheinlich so eine Brillenschlange lieber, oder? So mit Jutesäckchen und seit 30 Jahren ohne Beziehung. Na gut, man kann ja mal einen Probetermin ausmachen. So, danke. Hallo, Martin. Hallo. Schicker Anzug. Danke. Hat auch nichts geholfen. Hallo. Wieso, wie war's? Frag nicht, muss ich nicht sagen. Wollen wir auf den Spielplatz? Yummy! Ihr müsst auch mal was essen. Ja, ich muss sowieso noch nach Hause mich umziehen. Kommst du mit? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ja, ich sehe schon. Die Kunden treten sich förmlich auf die Füße. Hm. Tschüss. Tschüss. Die Frau arbeitet, der Mann kocht und geht auf den Spielplatz. Ihr führt eine richtig moderne Ehe. Mach mal weiter. Ja. Hast du schon Zeit gehabt, dir meine Entwürfe anzugucken? Was? Ach, du warst gar nicht da. Ja, verstehe. Ja, nee, auf den einen Tag kommt's ja nicht an. Hm? Bitte? Ja, gut. Nein, klar, du kannst mich jederzeit erreichen. Ja. Okay. Ja. Bis dann. Danke. Tschüss. Siehste? Nie aufgeben. Nach ganz unten kommt immer ganz oben. Hey! Puh. Der richtige Seemannsknoten. Oh. Oh. Wann waren Sie das letzte Mal komplett entspannt? Bei Ihrer Abi-Feier? Ich habe beruflich gerade richtig Stress. Sie wohl auch. Entschuldigung. Nein, eher privat. So, fertig. Besser? Ja, viel besser. Danke. Mit einem Mal ist es allerdings bei Ihnen nicht getan.
Ja, aber Sie müssen doch völlig ausgebucht sein, so gut wie Sie sind. Ja, das stimmt. Schade. Kleiner Scherz. Also ehrlich gesagt, wenn das hier so weitergeht, dann wird aus der Oase bald eine Wüste. Darf ich fragen, wie Sie auf mich aufmerksam geworden sind? Einfach, damit ich meine Werbung optimieren kann. Gar nicht, ich bin vorbeigelaufen. Ah. Hm. Sie sind noch nicht so lange Geschäftsfrau, oder? Ich übe noch, ja. Ich war dran heute. Ach, und deshalb läufst du hier mit den Deli-Typen auf? Zum selber kommen habe ich keine Zeit. Ich muss arbeiten. Glaubst du, ich sitze noch rum und zähle die Nasenhaare, oder was? Keine Ahnung. Wie viel sind's denn? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir haben inzwischen ein Kind. Das riecht gut. Hey. Ich habe eine Kundin. Wow. Toll. Und was für eine? Was gibt's denn? Also, ich hab. Spinat! Fischstäbchen und Stampfkartoffeln. Das war das Lieblingsessen von Lena, als sie klein war. Ja, damit kriegst du jedes Kind rum. Na, mein Schatz, hilfst du? Gehst du mit? Ganze Nacht durchgelaufen. Durch den dunklen, dunklen Wald. Und der Mond schien und die Sterne funkelten. Und den Edelstein hatte er fest in der Tasche. Und dann kam er zu Hause an und schlief fest ein. Und als er am nächsten Morgen aufwachte, da lag der funkelnde Edelstein neben seinem Kopf. Gute Nacht, du süßer Schatz. Mama. Mama. Nacht. Noch an die Schwimmflügel? Ja, habe ich längst besorgt. So. Ich muss los. Bis später. Bis später. Du gehst schon? Ja, ich habe später noch einen Termin mit Martin. Was denn? Kinderschwimmen. Ach. Das heißt, du musst heute auch kochen. Ich dachte, wir beide könnten mal reden. Tschüss. Tschüss. Und mit Bartputzen bist du auch dran. Dann geh ich doch lieber Drogendealer verhaften. Waffenschieber einbuchten. Ich habe ja mal gelesen, dass Polizeidienst zu 90% Schreibtischarbeit ist. Frau und Herr Wolf? Kommen Sie rein.
Da sind Sie. Ja, sehr toll, dass Sie noch was frei hatten. Manche Klienten sagen ab aus Angst vor der eigenen Courage. Ach so. Darf ich gleich mal? Natürlich. Ich kann das nicht einfach so. Verstehe ich. Haben Sie, also, ich meine, verstehen Sie was davon? Von Paarberatung? Mhm. Ich war schon mal Paar. Das war der Hauptteil meiner Ausbildung. Von meinem ersten Mann habe ich meinen Nachnamen und von meinem zweiten den indischen Vornamen. Nach seiner Großmutter. Und wie heißen Sie deutsch? Gerlinde. Ah ja. So gesehen. Möchten Sie noch was wissen? Ja, das ist ja jetzt hier erstmal nur ein Vorgespräch. Sie entscheiden danach, ob Sie mit mir arbeiten möchten. Und ich entscheide mich natürlich auch. Am Ende wollen Sie nicht. Ich fange immer ganz simpel an. Das ist schön. Zum Beispiel könnte ich fragen, warum sind Sie hier? Also, wir sind verheiratet und... Ja, das ist das Problem. Haben Sie nicht gelüftet? Gelüftet? Das ist klatschnass? Kondenswasser. Und wie kommt das hierher? Luft heiß und feucht, Wand kalt, Kondenswasser. Nur an dieser Stelle. Entschuldigung, Sie haben die Räume hier in einem einwandfreien Zustand übernommen, ja? Seien Sie mal lieber froh, wenn ich Ihnen nicht fristlos kündige. Ich kann auch meinen Anwalt anrufen. Jetzt kommen Sie mal langsam runter. Ist das Ihr Wagen, der da in der zweiten Reihe steht? Wer sind Sie überhaupt? Polizeiobermeister Berg. Dafür muss ich Ihnen leider einen Strafzettel ausstellen. Ich schicke jemanden vorbei. Danke. Bitte. Mann müsste man sein. Die Welt ist schlecht. Ja. Habe ich mir dafür keine Belohnung verdient? Also Gratismassagen gibt's zurzeit nicht. Aber ich könnte Ihnen 1% Rabatt gewähren. Wer redet denn von Massage? Welche Sonderbehandlung schwebt Ihnen denn vor? Kleine Motorradtour. Nächstes Wochenende? Jetzt gleich. Das geht nicht, Martin wartet. Martin kommt prima ohne dich zurecht. Ich kann ihn nicht einfach versetzen, das ist unfair. Was du mit mir machst, ist auch nicht immer ganz fair. Was soll ich ihm denn sagen? Die Wahrheit. So. Hey. Warte mal, bleib mal hier. Ja, jetzt muss ich erstmal hier. Ja? Ja, wo bleibst du denn? Es fängt gleich an. Was? Ein wichtiger Kunde. Na dann. Ja, gut. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ja, bis nachher. Tschüss. Komm mal her. Du musst die andere Seite noch anpusten. Wo sind wir? An einem Ort ohne Ex-Mann. Ist okay bei dir? Eine ganze Menge nachzuholen. Was ist? Ist das mein Handy? Handy? Nö. Warte mal, lass mal, mein Handy klingelt. Wo ist denn meine Tasche? Oh.
wohl. Entschuldige, dass ich nur einmal mit dir alleine sein wollte. Christina. Ich komme schon gegen deinen Ex nicht an. Aber Ex plus Kind ist aussichtslos. Sebastian, verstehst du das nicht? Ich habe einfach momentan so viel im Kopf. Da sind wir schon zwei. Wenn er erstmal das Schlimmste überstanden hat, weißt du, wenn er sich eingelebt hat, dann... Was für eine blöde Idee. Nein, das war überhaupt keine blöde Idee. Im Gegenteil. Hey. Du, ich muss los. Fährst du mich? Ja, jetzt schläft er. Aber er hat richtig Spaß gehabt, da hast du was verpasst. War er dein Kunde? Ja, Stammkunde sozusagen. Sebastian. Sag mal, eure Geheimniskrämerei geht mir allmählich ein bisschen auf die Nerven. Beschwer dich bei Bella. Hast du überhaupt kein Fünkchen Stolz in dir? Oder macht es dir Spaß, immer das fünfte Rad am Wagen zu sein? Ich zähle hier nur vier und der Einzige, der überflüssig ist, das bist du. Siehst du es nicht? Oder willst du es einfach nicht sehen? Hör doch bitte auf zu streiten. Das erledigt sich von ganz alleine, wenn er ausgezogen ist. Sag mal, was läuft hier eigentlich? Was läuft hier zwischen mir und Bella, wäre die richtige Frage. Bella und ich sind ein Paar seit Wochen schon. Ich hab dir gesagt, dass es bei uns beiden nur um Sorgerecht geht. Aber diese Kleinigkeit hast du ausgelassen. Weil es nichts ändert. Für mich ändert das eine Menge. Martin, ich wollte dir doch nicht wehtun. Das ist dir nicht gelungen. Und Tom? Mann, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden. Ich glaube nicht, dass Frau Marquardt mit einem fünften Rad als Vater einverstanden ist. Hör doch mal auf. Ich weiß, was ich dir angetan habe. Das ist alle meine Entschuldigungen, das nicht wieder gut machen, aber das hier brauche ich wirklich nicht. Sind wir jetzt wenigstens quitt? Was sollte das? Sei lieber froh, dass es endlich raus ist. Weißt du, meine Entscheidung treffe ich immer noch selbst. Martin! Tag. Ihr Ex-Mann hat es aber gerade ganz schön eilig. Pferdchen und Nachtmäuschen! Sie müssen mir nicht erklären. Ich weiß ganz genau, wie sich ein handfester Ehekrach anfühlt. Ex-Ehekrach. Gut, das heißt also, wir haben keine Chance mehr, ja? Das ist doch kein Wettbewerb. Sie wissen ganz genau, was ich meine. Tom sollte schon möglichst in einer harmonischen Umgebung... Ja gut, aber jede harmonische Umgebung braucht auch mal ein reinigendes Gewitter. Na, aber bei Ihnen liegt der Fall schon ein bisschen komplizierter. Ich bin eine gute Mutter. Ja, das will ich doch ja nicht bestreiten. Seine Eltern haben es gewollt, ich will es, Martin will es. Und wie viele Kinder wachsen in einer unharmonischen Umgebung auf, obwohl ihre Eltern geschieden sind? Ja, aber bei Ihnen verliert man wirklich leicht den Überblick. Also nochmal, wer ist jetzt hier gerade mit wem verheiratet, geschieden, getrennt? Nehmen Sie bitte Ihr Notizbuch weg. Wieso? Das ist mein Arbeitsgerät. Da möchte ich jetzt gerne reinschreiben, wie Sie in Zukunft Ihre Probleme in den Griff kriegen wollen. Meine Freundin macht gerade eine Paartherapie. Und? Naja, ich dachte... Wenn mein Ex-Mann und ich, also wegen der Harmonie.
Nee, so kommen wir nicht weiter. In 2 Wochen ist die Anhörung vom Familiengericht. Bis dahin sollten Sie und Ihr Ex-Mann Ihre Beziehung auf eine gesunde Basis stellen. Wir arbeiten dran. Da freue ich mich drauf. Sagen würde, ja, tief, wärst du bestimmt irritiert, oder? Rutsch mal. Ines schafft mich. Wem sagst du das? Was Bella mit mir gerade macht, ist auch nicht die feine Art. Ja, aber du weißt wenigstens, was du angerichtet hast. Ich hingegen habe keine Ahnung, was ich meiner Frau getan haben soll. Mach's wie ich. Zieh auch aus. Soll das ein Tipp unter Männern sein, oder was? Ich ziehe dich aus. Ich habe auch geglaubt, ich krieg das mit Bella wieder hin. Und jetzt entscheidet sie sich für diesen Hilfs-Sheriff. Hat sie? Ja. Sie hat's dir aber noch nicht selbst gesagt, oder? Martin, ja. Ich gehe doch heute nicht wieder hoch. Sebastian, vielleicht ist es besser, wenn du auch erstmal ausziehst. Ich schaff das gerade nicht. Und ich habe Angst, die Sache mit Tom zu vermasseln. Und das ist mir einfach zu wichtig. Das ist mir zu wichtig. Ich glaube, Bella, es ist besser, wenn ich auch erst mal ausziehe. Aha. Mir ist klar geworden, wie wichtig dir das mit Tom ist. Und was uns beide anbelangt, schätze, das ist gerade ein bisschen viel für dich. Aber eines verspreche ich dir. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Dann werde ich dir beweisen, was in uns steckt. Es gibt nämlich eine Alternative zu dem ganzen Chaos hier. Die steht vor dir. Wenn du soweit bist, dann zeige ich dir, was wir zusammen sein können. Wir drei. Wir drei.
Frühstück. Hey. Musst du keine Verbrecher jagen? Nein, heute nicht. Ich hab frei. Wir können was zusammen unternehmen. Oh, das wäre schön. Aber ich muss im Laden nach dem Rechten schauen. Und die Handwerker kommen vorbei. Vielleicht auch der ein oder andere Kunde. Da kann ich dir wenigstens Tom abnehmen. Wenn er will. Willst du? Na, worauf hast du denn Lust? Hm? Spielplatz? Oder in den Zoo? Sollen wir in den Zoo? Ja. In den Zoo. Ja. Zu den Affen und Elefanten. Und Giraffen. Ja. Euro für eine Anzeige, aber Sie wissen schon, dass Sie eine Lokalzeitung sind, oder? Ja, macht ja nichts. Danke, ich überleg's mir. Ja. Wucher. Bella? Wie viel? 20. Oh nein. Oh, ich hab's leider nur klein. Stimmt so. Tschüss. Naja, wenigstens brauche ich jetzt nicht mehr über meine Anzeige nachzudenken. Soll ich dir was leihen? Nein. Das wäre ja noch schöner. Ich muss dich bezahlen, nicht du mich. Ja, aber ist doch Investition in Zukunft. Ach, Christina, das ist sehr lieb von dir, aber wahrscheinlich brauchst du dein Geld bald dringender, als dir lieb ist. Hallo. Hallo. Da sind wir. Hallo. Dein Motorrad ist dir heilig, was? Ja, aber manchmal muss man Prioritäten setzen. Was? Ich soll mit? Komm schon. Today's your lucky day. Today's your lucky day. Sie sieht aus wie meine alte Mathelehrerin, Frau Krumbiegel. Für mich ist das eher ein Drache. Würde passen. Sag mal, Sebastian, hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Was? Mit dem Beiwagen? Ich habe mich entschieden, Bella. Nee, ich habe mich entschieden. Und du bist mir gefolgt. Weil ich dich liebe. Kucku. Oh, Wahnsinn. Oh, jetzt habe ich das gerade hinter mich gebracht. Und kann wieder von vorne anfangen. Oh, Kita, Schule, Kinderkrankheiten, Pubertät, die erste Zigarette, der erste Liebeskummer, meine Güte. Und wenn er aus dem Gröbsten raus ist, bin ich... Bist du was? Älter. Wenn du erst mal mit der Gehhilfe durch Kreuzberg wackelst, liebe ich dich immer noch so wie heute. Worüber denkst du eigentlich nach? Ist das ein Bär? Ja, das ist blöd, dass Ihre Frau heute nicht mitgekommen ist. Wir haben uns gestritten. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Nein, wie sind Frauen denn? Ich wollte Ihnen beiden heute mitteilen, dass ich nicht mit Ihnen arbeiten möchte.
Es sollte irgendwas Besonderes sein. Mädchen oder Junge? Junge. Aber es macht auch nichts, wenn es einem Mädchen gefällt. Verstehe. Ich glaube, ich habe da genau das Richtige für Sie. So. Ein Moment. Tada! Die Kinder lieben ihn. Und verärgerte Ehefrauen auch. Und was kostet der? 389 Euro. Aha. Wir nehmen auch Karten. Meine nicht. Wie viel haben Sie denn? Das war's. Ist eine Kurzform für das war es. Sie hat's nicht näher begründet. Das muss sie aber begründen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du bist übrigens nicht mitgekommen zu unserem ersten offiziellen Paartherapie. Was hat sie genau gesagt? Sie wünscht uns viel Glück, aber die Konstellation sei nicht günstig. Ihre Gründe seien irrelevant, weil privat. Zu der gehe ich nie wieder. Ja. Dann seid ihr euch ja einig. Warum? Warum wollen Sie uns nicht helfen? Herr Wolf, so ist das nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen. Das ist ein Riesenunterschied. Das glaube ich Ihnen nicht. Gute Nacht. Wissen Sie, ich mochte Sie. Ich hätte Ihnen vertraut. Ich weiß, dass es an mir liegt. Sagen Sie es einfach, dann sind Sie mich los. Ich hab sowas an mir. Ich provoziere Leute, besonders Frauen. Die sind schnell genervt, finden mich blöd, entwickeln eine Allergie. Das weiß ich, aber das müssen Sie mir schon ins Gesicht sagen. Dann kann ich damit umgehen. So ist es nur fies. Und ich fand Sie vieles. Aber nicht fies. Ich darf nicht mit Ihnen arbeiten. Sie sind genau mein Typ. Noch eins. Sebastian und dir verstehe ich und akzeptiere ich auch. Aber das hat nichts mit Tom zu tun. Wir haben für ihn die Verantwortung und da lasse ich dich nicht im Stich. Es ist nur... Sebastian und ich, wir... Ich bring mal den Müll runter. Tom ist auch mein Patenkind. Wenn hier jemand das Sorgerecht für ihn übernimmt, dann sind wir das. Ob mit oder ohne Liebe. Hallo Mama, hallo Papa. Lena. Hey. Sag mal, wo kommst du denn her? Als du mir das von Katja und Thorsten erzählt hast, bin ich sofort gekommen. Ja, mein Schatz. Hallo Tom. Hast du den Taxifahrer schon bezahlt? Ich muss euch was sagen. Mama, Papa, das ist Terry. Wir haben letzte Woche geheiratet. Moment mal. Du machst dein Abitur, du gehst als Au-pair-Mädchen nach Australien und gefühlte 3 Tage später kommst du wieder und bist verheiratet? Jetzt mach doch bitte kein Theater. Ich mach überhaupt kein Theater. Aber soll ich dir vielleicht gratulieren? Zum Beispiel? Glückwunsch, Lena. Ehrlich. Danke. Entschuldige bitte, Sebastian, aber das ist eine Familienangelegenheit. Bringst du Tom mal in sein Zimmer, bitte? Logisch.
immer da, wenn ihr mich braucht. Was wollt ihr eigentlich? Ihr habt doch auch total früh geheiratet. Ja, aber wir waren erwachsen. Da hat deine Mutter recht. Ich war schon im Beruf und sie... Terry hat auch einen Beruf. Ja? Was macht er denn? Er ist Surflehrer. Oh. Das sind aber schon die Eltern, von denen du mir erzählt hast. Verzeihung, Terry. Wir sind eigentlich ganz anders. Aber das müssen Sie schon verstehen. Das kommt für uns jetzt ein bisschen schnell. Ihr habt mich doch auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, aber Lena, es geht doch jetzt gerade nicht um uns. Stimmt, es geht ausnahmsweise mal um mich. Hier bleibe ich nicht. Denkst du, ich? Lena. Ach, Lena, wo wollt ihr denn hin? Zu Ines und Olaf, da sind wir bestimmt willkommen. Ihr könnt ja mit mir fahren, ich wohne da auch gerade. Wir gehen aber nicht auf ein Zimmer mit dir. Das Typ, ich werde es auch niemals sein. Frauen stehen auf gut aussehende Arschlöcher. Das muss ich genetisch herleiten lassen. Ich bin übrigens auch gut aussehend auf meine Art. Natürlich bist du das. Das ist aber nicht das Wichtigste an mir. Nein. Das Wichtigste an dir ist, dass du freundlich bist. Und vertrauenswürdig. Und gefühlvoll. Wenn man als Frau endlich merkt, dass dich die freundlichen und vertrauenswürdigen und gefühlvollen Männer glücklicher machen, dann sind sie meistens schon vergeben. Ich war aber echt lange noch zu haben. Deshalb hast du uns abgesagt. Pure Ethik. So wie wir uns angesehen haben, wärst du mir gefährlich geworden. Und so traurig wie deine Frau ausgesehen hat, hätte ich dich auch kriegen können. Und sowas mache ich nicht. Ich gefährde keine Ehe. Das verstößt irgendwie gegen mein Berufsverständnis. Open places we go on, we'll go home. Überraschung. Ines. Olaf. Mir ist gerade wieder klar geworden, dass ich mit deinen Familienangelegenheiten nichts zu tun habe. Sebastian. Entschuldigung, ich hab... Oh.
Wollen Sie darüber reden? Nein. Also, es ist ja schon komisch, Sie geben mir Geld, damit ich Ihnen helfe, und im Grunde genommen ist es jetzt gerade umgekehrt. Ich brauche jetzt doch Ihren Rat. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein ganz normales Leben. Sie sind zufrieden. Also, relativ zufrieden. Wollen Ihre Ruhe und Ihren Frieden, weil Sie sich gerade ein bisschen selbst gefunden und in Ihrem Dasein eingerichtet hätten. Und plötzlich türmt sich vor Ihnen so ein Riesenberg Verantwortung auf. Verantwortung für andere. Sie können sie von sich weisen, aber sie wissen, was richtig wäre. Ihr Leben aber, wie es war, ist dann vorbei. Das Gefühl kenne ich sehr gut. Aber ist es nicht so, dass man gar keine Wahl hat, wenn einem Verantwortung zugetragen wird? Also, man hat gar keine Alternative. Nimmt man die Verantwortung an oder nicht? Denn wenn man sie nicht annimmt, dann hieße das ja, dass man sich davor drückt. Und das wäre falsch. Was heißt es, ist nichts passiert? Was soll passiert sein? Das ist mir schon erklärt. Ja, natürlich ist nichts passiert. Ihr habt euch getroffen. Ich meine, ihr habt euch privat getroffen. Nein, wir haben uns überhaupt nicht privat getroffen. Wieso? Wir haben uns gesagt, ihr habt euch dreimal getroffen. Nein, wir haben uns zweimal getroffen. Das dritte Mal wärst du dabei gewesen. Du bist aber nicht dabei gewesen. Wir können doch jetzt nicht einfach abhauen. Doch nicht. Wir hauen nicht ab. Ich möchte einfach. Nein, ich muss. Eltern, das ist meine Familie. Ende habe ich meine. Ich wollte sie fragen. Ich kann doch nicht beitreten mit dir. Das ist doch. Wieso? Jung? Hallo Martin, Jürgen hier. Jürgen? Störe ich? Nein, es passt gut. Sag mal, suchst du immer noch einen Job? Ich hätte da was für dich. Aha. Eventuell. Das freut mich. Kommt halt drauf an, wie flexibel du bist. Wärst du für eine kleine Veränderung offen? Ich meine, du hast Familie. Könntest du dir das vorstellen? Und ob ich mir das vorstellen kann? Na prima, in 4 Wochen geht's los. Nächsten Monat schon. Ist das zu schnell? Das ist großartig. Na, dann such dir eine Wohnung in München. In München? Ist München schwierig für dich? Nein, nein, das ist kein Problem. Jürgen, ja? Ich mach das. Super, wir sehen uns. Vielen Dank. Bis dann. Bella, ich muss dir was erzählen. Martin, was ist denn bei dir los? Ist das Ines? Olaf? Martin? Ja, geh hier nach. Martin, jetzt sag doch endlich, was da los ist. Martin? Ich glaube, es wäre gut, wenn du hier mal vorbeikommst. Was ist denn passiert? Terry will so schnell wie möglich zurück. Ich gebe zu, unser Start war, um es vorsichtig zu formulieren, nicht gerade gelungen. Aber wir kriegen das hin. Ja, sag das Mama. Ja. Könnt ihr eure Flüge einfach so umbuchen? Keine Ahnung. Vielleicht will ich ja auch gar nicht. Ich habe mit der Fluggesellschaft gesprochen. Es gibt nur 5 Freiplätze. Gute Reise. Also, Lena. Wenn du dich trennen wirst, dann sag's einfach. Aber bitte zieh hier nicht so eine Show ab. Wartet doch! Was ist denn los? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier eigentlich los ist? Sie wollen sich trennen. Na ja, gut, da gibt's ja Schlimmeres. Komm, die haben immerhin geheiratet. Das war schon verrückt genug, aber das jetzt rückgängig zu machen, ist doch kopflos. Wir sind doch nicht in Entenhausen. Lena! Hey. Was ist denn los? Ich habe mich so wohl gefühlt in Australien. Auf eigenen Beinen, in einer ganz anderen Welt. Weit weg von allem. Weit weg von uns. Ihr hattet doch nur mit euch zu tun. Ich habe Terry auf einer Party kennengelernt und es hat sofort gefunkt. Dann sind wir rumgereist und er hat mir das Land gezeigt und wir hatten so viel Spaß zusammen. Weißt du, was das Schönste ist? Hm. Er hat nur Augen für mich. Das habe ich so vermisst, dass sich mal jemand für mich interessiert. Nur für mich.
Ja gut, aber deswegen muss man ja auch nicht gleich heiraten. Bella, lass doch jetzt bitte. Ja, tut mir leid, dass ich vor Freude nicht gleich explodiere, aber ich find's nun mal eben nicht so toll. Na klasse. Wie schön, wenn man zur richtigen Zeit immer genau das Falsche sagt. Wir müssen ihr ein bisschen Zeit lassen. Die kommt doch wieder zu sich. Was machen wir denn jetzt? Immer weiter. Komm. Wohin denn? Überraschung. Sag mal, es war doch hier, oder? Was? Was machst denn du? Martin, was machst du? Warte mal. Das gibt's nicht. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Haben wir den damals hier vergessen? Ja, ich habe ihn nicht gesucht. Oh. Oh, 19 Jahre. Mutterseelen allein. Das ist er doch gar nicht. Ist doch egal. Dran. Ja. Und jetzt ist sie 18. Und eine verheiratete Frau. Oh mein Gott. Eine beeindruckende Frau. Ganz die Mutter. Hm. Ein wunderbarer Tag. Jetzt schon. Aber heute Morgen hätte ich fast einen Herzinfarkt gekriegt. Oh, meine Güte. Das ist Familie. Ja. Eigentlich schade, dass ich jetzt meinen Platz räumen muss. Musst du nicht. Sebastian. Also wenn der Mist macht, dann rufst du mich an und ich bin dann 0,x wieder hier. Hm? Wieso, wo willst du denn hin? Nach München. Nach München? Wieso denn? Ich hab einen Job.
ja toll. Wenigstens musst du mich jetzt nicht mehr durchfüttern. Über Geld musst du dir jetzt erstmal keine Sorgen mehr machen. Hey. Meinst du? Es war einfach ein bisschen viel heute. Weißt du, was jetzt schön wäre? Hm? Schlafen. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Hey. Hey. Ich hab dir Croissants mitgebracht. Der Kleine schläft noch. Sebastian? Dich doch auch. Noch nicht genug. Nicht so sehr, wie du es verdienen würdest. Wenn du jetzt gehst, gehst du dann für immer? Erstmal schon.
Morgen, Frau Jung. Tag, Frau Marquardt. Sie können auch alle tragen, ma? Ich wollte gerade duschen. Jedes Mal, wenn ich bei Ihnen vorbeikomme, dann treiben Sie einen anderen Mann aus dem Haus. Vielleicht sollte ich Sie mal zu mir einladen. Vielen Dank, Frau Jung. Wir können die ganze Wand rausreißen. Ist alles voller Schimmel. Wie? Ihre Wohnung? Nein, mein Laden. Der bleibt erstmal dicht. Und wenn ich putzen gehe? Für Tom ist gesorgt. Ihre familiäre Situation ist desolat und Einnahmen haben Sie nur auch nicht mehr. So macht das alles keinen Sinn, Frau Jung. Ich denke, Tom ist in einer Pflegefamilie besser aufgehoben. Frau Jung! Frau Jung! Bitte machen Sie die Sache nicht noch schlimmer! Frau Jung, es geht doch nur um das Wohl des Kindes. Was ist denn das für ein Theater hier? Ich werde jetzt den Tom mitnehmen. Und das soll zu seinem Wohl sein? Mhm. Perspektivisch betrachtet, ja. Was sind Sie denn für ein Technokrat? Na, nun werden Sie mal nicht unfair, ja? Ich war von Anfang an skeptisch bei Ihnen. Ich habe Ihnen trotzdem eine Chance gegeben. Und statt Ihr Leben in Ordnung zu bringen, haben Sie überhaupt nichts draus gemacht. Und wem hilft das jetzt? Tom bestimmt nicht. Wenn ich jetzt hier, dann nur um den Kleinen nicht weiter zu ängstigen. Der Richter wird entscheiden, ob Sie beide reif sind für das Sorgerecht. Aber ich sage Ihnen gleich, für gewöhnlich folgt er meiner Auffassung. Und ob wir reif sind. Überreif. Ines, was ist denn los? Er sagt, er muss das machen. Er will das haben. Er muss wissen, ob es was gibt, was er noch gar nicht kennt. Naja, so redet man dann. Zumindest hat er es dir erzählt. Das finde ich sehr anständig. Ja, das finde ich auch. Ja, das stimmt. Olaf ist anständig. Ja. Nur sie ist eine alte Schleimschlampe. Naja, ein bisschen toll ist sie schon auch. Die alte Arschkuh. Die alte Arschkuh. So eine alte Arschkuh. 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 Bella, ich bleib hier. Ich lass dich mit Tom nicht alleine. Du musst den Job annehmen. Ich schaff das schon hier. Aber mit Lena habe ich mich echt falsch verhalten. Terry ist sicher kein Traumschwiegersohn. Aber das können wir uns ja nun leider nicht mehr aussuchen. Leider. Ja. Vielleicht ist er ja sogar ganz nett. Nett oder nicht nett, darum geht's überhaupt nicht. Es geht um unsere Tochter. Ach, die lässt sich schon nicht unterkriegen. Was hat sie von dir? Mama. Hallo, mein Schatz. Terry, es tut mir leid. Willkommen in Deutschland. Es war mir ein Vergnügen. Gibst du mir noch eine Chance? So wie es aussieht, brauchen sie die nicht.
Du musst deine Entscheidungen selbst treffen. Auf einmal findest du es toll, dass ich mit einem 10 Jahre älteren Mann verheiratet bin, oder was? Surflehrer. Mama? Entschuldigung. Meine Aufgabe ist es, dir beizustehen. Und zwar egal, ob es dir gut geht oder schlecht. Ich leihe dir Geld, wenn du welches brauchst. Ich gebe dir Ratschläge, die du grundsätzlich ignorierst. Ich bin deine Babysitterin. Babysitterin? Na gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich muss mich endlich damit abfinden, dass du alt genug bist, um Selbstverantwortung für dein Leben zu übernehmen. Liebst du ihn? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Das ist keine gute Basis für eine Ehe. Mein Problem ist einfach, dass ich komplett aus dem Bauch heraus gehandelt habe. Im Nachhinein dachte ich dann, ob es nicht komplett bescheuert war. Ich will nicht zurück nach Australien. Ich gehöre hierher. Ich habe noch so viel vor. Ist er deswegen so traurig? Ihm habe ich das noch nicht so gesagt. Also nicht so wie dir. Aber das musst du ihm sagen. Wie denn? Sorry, aber die Hochzeit war eine Schnapsidee. Du bist ja ein cooler Typ, aber ich bin noch nicht bereit für eine Ehe. Ja, aber wenn es doch die Wahrheit ist. Ich habe aber Angst davor. Gut, es ist bestimmt nicht leicht, aber das bist du ihm schuldig. Du musst es ihm sagen. Wenn uns etwas im Leben weiterbringt, dann ist es Klarheit. Müsste reichen fürs Erste. Du kannst jederzeit zurückkommen, wenn du was vermisst. Ist nicht deine Schuld, Olaf. Ich werde mich jetzt um mich kümmern. Ich will endlich wissen, was das ist, dass ich nie Ruhe finde. Und dass ich nie glücklich sein kann. Freu dich nicht zu früh. Irgendwann bin ich im Lot. Und dann komme ich. Und dann will ich meinen Mann zurück. Guten Tag, Frau Marquardt. Ist ja nicht, dass Sie einen Termin haben? Wir haben gar keinen Termin. Und was wollen Sie denn hier? Mein Ex-Mann tritt eine hochdotierte Stelle in München an. Das heißt, ich werde Tom allein erziehen. Worin ich auch überhaupt kein Problem sehe, denn es gibt sehr viele alleinerziehende Mütter, die diese Aufgabe ganz fantastisch meistern. Frau Marquardt. Ich kenne Tom, seit er auf der Welt ist. Und ich liebe ihn. Und er vertraut mir. Und ich möchte, dass er bei mir groß wird. Und nicht in einem Heim oder bei irgendwelchen fremden Leuten. Kämpfen können sie. Tun wir das nicht alle? Wie ich schon sagte, für gewöhnlich folgt das Gericht meiner Einschätzung. Richtig. Papa! Hey! Bis bald. Oh, bis bald. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ich bin ja nie aus der Welt. Pass auf dich auf, hm? Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Na, heute schon irgendwas Besonderes vor? Nee, und du? Naja, ich werde mal versuchen, ob ich es hinkriege, dass mich heute keiner mehr verlässt, dass ich keinen mehr verlasse, dass ich keine Freundin enttäusche, keine Tochter vergraule. Das ist ja einiges am Programm. Das kannst du wohl laut sagen. Mama? Ja, mein Kind? Brauch eine Mutter. Ich bin noch zu haben. Habe ich ja Glück. Wir haben Glück.